Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich dir, wie du die Bronzetrophäe Betrunkene Faust schnell und easy in Baldur's Gate 3 freischalten kannst. Und hierfür musst du letzten Endes 20 Gegner in einem Durchgang eliminieren, während ein Gruppencharakter betrunken ist. Und um es dir möglichst einfach zu machen, habe ich für dich einen Spot rausgesucht, an welchem du auf einmal mehr als 20 Kills auf einmal erzielen kannst. Und mit diesen Worten geht es jetzt direkt los. Bevor ich dir gleich den Spot in Akt 3 zeige, in welchem du die Trophäe easy freischalten kannst, noch die kurze Info für dich, dass du hierfür den Zauber Schutzgeister benötigst. Den Schutzgeisterzauber können unter anderem Kleriker wie beispielsweise Schattenherz ausüben. Und solltest du jetzt niemanden haben, wo diesen Zauber ausführen kann, ist das überhaupt kein Problem. In dem Fall schickst du einfach einen deiner Gefährten zu Lazarus ins Lager und wählst hier dann dieselbe Antwortmöglichkeit wie ich im Video aus. Nachdem du jetzt einen Gefährten hast, wo über den benötigten Zauber verfügt, machst du dich jetzt auf den Weg zu der jetzt im Video zu sehenden Stelle in Akt 3. Vor der Taverne angekommen, kannst du übrigens noch beim Barkeeper Alkohol kaufen, falls du keinen dabei haben solltest. Das hier ist der Kollege von der Bar und nachdem du dich mit genügend Alkohol eingedeckt hast, nutzt du denselben Laufweg wie ich gleich im Video. Sobald du am jetzigen Spot angekommen bist, prüfst du jetzt nochmal nach, ob du den Alkohol anwählen kannst. Bevor du jetzt runtergehst, speicherst du jetzt sicherheitshalber nochmal ab und begibst dich danach in den Keller. Im Keller angekommen, gönnst du dir jetzt ein bisschen Alkohol und danach wählst du dann den bereits vorhin erwähnten Zauber aus, um die Ratten easy zu killen. Sollte hier jetzt irgendwas schief gehen bzw. etwas nicht so laufen wie du willst, lädst du einfach den Spielstand, welchen du angelegt hast, bevor du in den Keller gegangen bist. Und jetzt gerade kann man es sehr schön sehen, Schattenherz ist bei mir für insgesamt 2 Züge betrunken und deshalb kann ich in dem Videobeispiel jetzt auch den Zauber auswählen. Jetzt musst du nur noch in die Menge laufen und anschließend deinen Zug beenden. Danach werden dann alle Ratten aus dem Keller direkt draufgehen, sobald sie sich dir nähern. Und wenn ich dir mit diesem Tipp bei der Freischaltung der Trophäe bzw. dem Achievement weiterhelfen konnte, lass mich das gerne mit einem Like unter diesem Video wissen. Und bevor das Video jetzt endet, noch die kurze Info für dich, dass du den Platin-Trophäen-Guide zu Baldur's Gate 3 wie gewohnt in der Videobeschreibung und am Ende des Videos unten rechts finden kannst. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.